Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Donnerstag, der 2. April 2020. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, auch vor dieser Krise war ja der eine oder andere von uns ja schon mal krank. Ich auch ab und zu mal, schon länger her. Ja, und was passiert dann, wenn man wieder gesund wird? Zuerst ist ja die Freude sehr, sehr groß. Oh, man hat keine Schmerzen mehr. Wenn man beispielsweise eine grippeähnliche Erkältung hatte, hat man ja oft auch Kopfschmerzen oder Fieber oder Gliederschmerzen. Ah, dann freut man sich, oh, die Schmerzen sind weg. Und dann freut man sich, oh, ich habe wieder Appetit, ich kann wieder was essen. Und dann freut man sich, oh, ich kann wieder rausgehen. Und dann freut man sich, oh, ich kann wieder die Dinge machen, die ich machen möchte. Ne, man fängt wieder langsam an mit Sport oder sich zu bewegen oder Freunde zu treffen. Und es dauert gar nicht lange, dann sind all diese Dinge wieder völlig normal. Und es bleibt nur eine mehr oder weniger blasse Erinnerung an die Phase der Krankheit. Ja, was will ich damit sagen? Damit will ich sagen, dass uns eben oft gar nicht bewusst ist, wie gut wir es haben. Auch jetzt noch mit den Ausgangsbeschränkungen haben wir es ja im Verhältnis zu anderen Menschen auf der Erde oder anderen Lebewesen haben wir es ja noch sehr, sehr gut. Nicht, wenn wir uns beispielsweise mit Indien vergleichen. Also ich kann einfach in den Supermarkt gehen und mir bis auf Klopapier alles kaufen, was ich haben möchte. Und hier Schlemm, ich habe die Auswahl unter verschiedenen Fernsehprogrammen, Netflix, ich habe viele Bücher und Musik zu Hause. Ich kann übers Internet, ich kann meine freie Meinung äußern, ich könnte sogar die Meinung äußern, es gibt den Virus gar nicht oder irgendetwas. Ich habe eine freie Meinungsäußerung. Es ist oftmals so, dass wir die Dinge, die wir haben, nicht schätzen, weil wir sie haben. Und sie erst schätzen, wenn wir sie nicht mehr haben. Und deswegen auch gerade heute nochmal mit Mond im Krebs, wo es ja sehr viel um die Gefühle geht, denke ich, es wäre eine gute Idee, sich mal Zeit zu nehmen und auch mal dankbar über das zu sein, was wir haben und nicht immer das alte Spiel des Verstandes zu spielen, nämlich sich darauf zu fokussieren, was wir nicht haben, den Mangel zu suchen. Denn den Mangel suchen können wir auch immer sehr, sehr gut, wenn wir nicht die Beschränkung dieser Ausgangssperre haben, die ja jetzt noch bis nach Ostern geht. Ja, und dann, weil ich immer wieder auch ich weiß gar nicht, soll ich sie Freunde nennen, von Bekannten, von Menschen, die ich kenne, auch von Menschen, die ich schätze, weil ich immer wieder im Internet oder bei Facebook komische Posts von diesen Menschen sehe, doch noch mal zwei, drei Sachen zu der jetzigen Corona-Krise aus meiner Sicht. Also ich habe alle persönlichen, beruflichen Kontakte absolut hundertprozentig eingestellt. Also es gibt keine persönlichen Beratungen mehr bei mir vor Ort, zu Hause. Die laufen telefonisch oder über Skype. Auch meine Gruppen und ähnliche Dinge habe ich abgesagt, auch keinen neuen Vortrag angesagt. Außer meinem Bruder, mit dem ich spazieren gehe, im Abstand von 1,5 Metern, sehe ich im Grunde keinen einzigen Menschen. Ich habe also keine persönlichen Sozialkontakte, weil ich diese Maßnahmen immer noch für richtig halte, auch wenn wir, wie ich es ja immer sage, hier mit Merkur, Neptun, sage ich gleich noch was zu, im Grunde ja sehr in großer Unsicherheit sind, frage ich mich, ob diese Menschen wirklich glauben, dass im ARD und ZDF und ProSieben Studio etc., ob die sich wirklich jeden Tag hinsetzen und die Bilder aus Frankreich, aus Italien und jetzt aus New York, ob die das wirklich alles faken, also ob die Videos herstellen und Fotos herstellen und Politiker und andere Menschen bestechen, dass die alle lügen, dass es alles nur ein Fake ist, dass es alles nicht stimmt, dass wir hier auf der Erde dass die Erde keine Kugel ist, sondern eine Fläche ist, dass wir nicht zum Mond geflogen sind, dass in der Erde Lebewesen leben, etc. etc. Glauben die das wirklich, dass es alles Fake ist, dass immer noch keine Menschen daran sterben, dass der mutierte Coronavirus tatsächlich nur eine harmlose Grippe ist, wie eine Frau gestern, die aus Amerika kam, sagt, ja, erst sterben einige Leute, die man aus Funk und Fernsehen stirbt, dann Leute aus dem Bekanntenkreis und dann rückt es immer näher und dann ist es plötzlich real für einen. Also das frage ich mich wirklich, ob diese Menschen das wirklich immer noch glauben und ob solche, und vor allem auch wenn, wer hat denn eigentlich was dann davon?
Ne? So, dass solche Ereignisse wie, zum Beispiel, nicht, dass ich das so besonders wichtig finde, aber dass zum Beispiel Wimbledon das erste Mal nach dem Zweiten Weltkrieg abgesagt wurde, sowas passiert doch alles nicht zum Spaß. Deswegen, solange man nichts Besseres weiß und tatsächlich wir hier ja in Deutschland, weil wir relativ früh Maßnahmen ergriffen haben, so unangenehm das ja ist, dass wir jetzt nicht reisen können oder uns nicht treffen können, dieses sich sozial zu distanzieren, solange das nicht irgendwie ganz klar bewiesen ist, dass das nicht funktioniert, sollten wir es auf jeden Fall ausprobieren und so gut wir es eben können, solidarisch dabei bleiben. Und eben auch die Möglichkeiten bieten, weil wie ich eben sagte, ist es ja nicht so, dass eine Sache nur schlecht ist. Wir können auch den Mangel in den besten Zuständen erleben. Wer hat es noch nicht erlebt, dass er im Urlaub war, bei bestem Wetter, mit seiner Freundin oder Freund oder Familie, sogar Geld da war, und man war trotzdem unzufrieden mit irgendetwas. Es ist die menschliche Natur, es ist unsere menschliche Natur, es ist die Natur unseres Verstandes, unseres Egos, unseres Schmerzkörpers, dass wir immer unzufrieden sind mit diesen Dingen. Und diese Unzufriedenheit ist auch ein Charakteristikum, zum Beispiel vom Mars im Wassermann. Ja, der Wassermann ist ja das Zeichen des Reformierens, des Umwälzens, des Veränderns. Und damit wir etwas reformieren und verändern können, müssen wir ja im Grunde unzufrieden sein mit dem, was ist. Wenn wir zufrieden sind mit dem, was ist, warum sollten wir dann was ändern wollen? Das heißt, es braucht eine gewisse Unzufriedenheit und Unzufriedenheit kann auch ein Motor sein. Es ist nur die Frage, ob wir unsere Unzufriedenheit projizieren auf andere und damit unsere Macht und Energie an andere abgeben, andere verantwortlich machen, oder ob wir erkennen, Unzufriedenheit ist ein Teil von mir und ich kann daran gehen, vielleicht etwas daran zu verändern in mir oder in meinem Leben. Und dieser Mars, der ja jetzt sich aus der Konjunktion mit Saturn löst, dieser Mars ist ja jetzt hier schon im zweiten Grad des Wassermanns. Er ist schon ein Grad vom Saturn weg. Das sieht man auf dieser Zeichnung immer nicht so gut. Dieser Mars im Wassermann bringt ja eine gewisse Unzufriedenheit mit sich. Er will ja aktiv bestimmte gesellschaftliche Missstände oder überhaupt nicht nur gesellschaftliche, sondern auch in uns verändern. Merkur, Neptun, exakt hier am frühen Sonnabendvormittag, zeigt eben diese Verwirrung, diese Unklarheit. Na, es ist vielleicht damit zu rechnen oder hoffentlich ist es so, dass wenn Merkur über Neptun rüber ist und vielleicht dann, wenn er nachher in den Widder eintritt, dass dann auch von der Nachrichtenlage oder von den Zahlen her eine klarere Linie da ist. Es wird immer noch Leute geben, die dann sagen, das stimmt alles nicht und komische Fotos posten oder das verharmlosen. Es ist immer alles harmlos, solange es einen nicht selbst betrifft. Ne? Ist auch eine große Form des Egoismus, wie ich finde. Solange ist halt auch eine Unklarheit da und diese Ungewissheit, mit der muss man auch leben können. Andererseits bringt uns ja diese Situation, hat ja auch den Vorteil, dass wir uns ja wenig entscheiden müssen. Ne, wie oft ist es auch schwierig, sich zu entscheiden, mache ich jetzt das oder das, bleibe ich heute zu Hause oder arbeite, was ich eigentlich müsste, oder treffe ich mich mit den Freunden oder gehe ins Kino. Viele dieser Entscheidungen, fahre ich über Ostern weg und wenn wohin, welche Verwandten besuche ich, wie regle ich das alles? Alle diese Dinge fallen ja jetzt auch mal weg. Das kann ja auch in dem einen oder anderen Fall auch erleichternd sein. Ja, die astrologische Konstellation beschreibe ich hier ja jeden Tag. Also wie gesagt, Merkur, Neptun habe ich gerade gesagt. Jupiter, Pluto ist am Sonntagvormittag exakt. Die Jupiter-Pluto-Geschichte habe ich auch in anderen Videos schon vor der Krise besprochen. Hier unter dem Video immer als Links zu finden, Jupiter im Steinbock und das Jahreshoroskop. Jupiter ist eben viel, wie ich es immer sagte, viel Pluto bedeutet eben einfach auch, Pluto wird hier ganz schön aufgepumpt im Steinbock. Das bedeutet eben Pluto eben Ängste, Panik, Schatten, Projektionen, Unklarheit, Unwissenheit, Angst vor dem Tod, Angst vor Krankheit, Angst vor Schmerzen, Angst vor Kontrollverlust. All das sind Themen, die wir in uns, in der Gesellschaft, bei Politikern, in der Wirtschaft, im Börsenmarkt beobachten können.
Ja, und Venus wechselt das Zeichen. Venus hier jetzt heute im 29. Grad des Stier. Sie verlässt ihr Zeichen in Stier und wechselt in den Zwilling und zwar schon morgen Abend. Das heißt, morgen ist Venus-Wechseltag, was auch immer bedeutet, das kann hier Unklarheiten in Beziehungen geben, auch Unklarheiten in unseren Werten. Da sage ich morgen ein bisschen mehr zu. Und im Zwilling ist Venus sehr stark natürlich dann im Kommunikationsbereich, im Austausch, im Suchen und Finden von Informationen. Venus, Zwilling, Mars, Wassermann, da denke ich schon, dass es eine Menge an Erfindungen geben wird und neuen Informationen. Aber die Venus hat natürlich nicht mehr diese Festigkeit und Sicherheit wie im Stier. Das heißt, die ganze Lage wird dann noch wackeliger, noch mehr kann es sich dann von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde, kann sich unsere Einstellung ändern. Und hier ist es eben ganz wichtig, dass wir uns auf unsere uns innen wohnenden Werte besinnen. Was sind denn das für Werte? Das sind vielleicht so Werte wie Toleranz, Nächstenliebe, Mitgefühl. Also die Menschen, die gläubig oder religiös sind, die christlichen Werte wie Mitgefühl, Nächstenliebe, Glaube oder auch die Leute, die anderen Religionen anhängen. Ne? Also sind denn wirklich unsere Werte sich beklagen, Neid, Missgunst, Egoismus, sich bereichern wollen? Ich glaube nicht. Also sich auf die wahren inneren Werte besinnen, kann einem auch ganz gut tun. Ja, zum genauer noch zum heutigen Tag, weil der Mond als Tagesanzeiger der Energien einige wirklich interessante Aspekte heute macht. Er läuft ja durch den Krebs, ist hier nämlich heute Morgen um 10:49 Uhr und um 11:20 Uhr in Opposition zu Jupiter-Pluto. Wer sich also fragt, wie diese Konjunktion so wirkt, kann sie heute Morgen bei sich oder in der Welt beobachten. Der Mond sozusagen aktiviert das hier. Kann also auch bedeuten, dass unsere Gefühle sehr stark schwanken zwischen vielleicht sogar vorsichtigem Optimismus und großer Angst. Aber es sind immer nur kurzfristige Gefühle. Gefühle, auch Ängste, sind wie alles vergänglich und gehen vorbei. Dann haben wir heute am Abend um 6:50 Uhr schönes Sextil zur Venus. Also sicherlich heute dann zwischen 6 und 7 eine gute Zeit, vielleicht mit netten Menschen zu telefonieren. Und dann ist heute Abend um 20:26 Uhr wechselt der Mond dann vom Krebs in den Löwen, sodass wir zwischen 20 und 21 Uhr heute Mondwechselenergie haben, so eine Unklarheit, in welche Richtung das alles geht. Und dann haben wir heute ab 8:30 Uhr Mond im Löwen bis zum, habe ich gar nicht aufgeschrieben, aber ich kann das kurz nachgucken. Ja, genau, am Samstag um 11:30 Uhr nachts geht es dann in die Jungfrau. Wir haben dann also Mond im Löwen und das ist dann, da geht es dann ganz stark eben auch um Kreativität, um schöpferische Kräfte, aber auch um die Spiegelung des Egos, was sich ja jetzt über bestimmte Dinge nicht mehr spiegeln kann. Wo gehen wir mit unserem Wunsch danach als Ego, als Person wahrgenommen zu werden hin? Auch das hat ja mit Werten zu tun. Ne? Als welcher Mensch möchte ich wahrgenommen werden? Auch wenn wir vielleicht mal in die Zukunft denken und uns mal in die Zeit nach der Krise hineinversetzen, wie möchte ich von anderen dann im Nachhinein gesehen werden? Möchte ich gesehen werden als Firma, die ihre Miete nicht bezahlt? Möchte ich gesehen werden als jemand, der nur geklagt hat? Oder möchte ich als jemand gesehen haben, der vielleicht auch eine gewisse Stärke gezeigt hat, der anderen ein Vorbild war, der geholfen hat? Das haben wir auch selbst in der Hand. Und dann heute Abend, dann um 21:49 Uhr schließlich dann der Mond in Opposition zu Saturn. Da kann einem vielleicht noch mal aus dem Löwen bewusst werden, auch die Einschränkungen bewusst werden. Aber hier gilt es eben dann auch zu schauen, dass jede Einschränkung eben vielleicht auch relativ zu sehen ist, wie ich eingangs sagte, im Verhältnis zu anderen. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Donnerstag. Das Video ist wieder etwas länger geworden. Am Anfang wieder mit einigen nicht astrologischen Themen, aber so ist es halt im Moment. Wem das nicht gefällt, kann ja gerne auf einen anderen Kanal wechseln. Ich wünsche uns allen körperliche, geistige und emotionale Stabilität und Gesundheit. Und wir sehen und hören uns, wenn ihr mögt, hier morgen wieder. Bis dahin, alles Liebe und tschüss.